Zehntausende auf der Flucht. Der Wald brennt um Fort McMurray und hinterlässt eine zerstörte Landschaft. Was sind die Ursachen? Das Phänomen ist zum Teil ganz natürlich, denn die Nadelwälder in Alberta brennen im Schnitt alle 50 bis 200 Jahre. Einerseits vernichten diese Brände natürlich Pflanzen. Trotzdem sind sie sinnvoll fürs Ökosystem, denn sie helfen dem Wald, sich zu erneuern. Größere Bäume sind geschützt durch ihre Rinde. Außerdem schaffen diese Brände Platz für Brandschneisen. Das nächste Feuer kann also nicht so leicht übergreifen. So funktionierte das wahrscheinlich tausende von Jahren ziemlich gut. Seit einigen Jahrzehnten allerdings ist man dazu übergegangen, solche natürlichen Brände möglichst umgehend zu bekämpfen und auf kleine Territorien zu beschränken. In den restlichen Gebieten sammeln sich währenddessen riesige Mengen Brennmaterial, Totholz, Nadeln, Unterwuchs. Und durch dieses ausgetrocknete Material fressen sich dann die Großbrände wie durch eine Zündholzschachtel. So entstehen extrem heiße Feuer, die den gesamten Baum erfassen und sich als Kronenfeuer verheerend ausbreiten können. Na gut, könnte man also sagen, halten wir uns in Zukunft stärker zurück, wenn es darum geht, natürliche Brände zu bekämpfen. Aber erschwerend kommt noch das natürliche Wetterphänomen El Niño hinzu. Es sorgt für weniger Niederschläge und höhere Temperaturen. Im April gab es in Alberta zum Beispiel 30 Grad Celsius, 20 Grad mehr als normal. Verheerende Brände, ähnlich wie jetzt, gab es auch schon vor 18 Jahren beim letzten Super El Niño. Und dann kommt dann noch die menschengemachte Erderwärmung hinzu. Steigende Durchschnittstemperaturen haben dafür gesorgt, dass sich die Feuersaison verlängert hat. Sie beginnt in Alberta, in Kanada, mittlerweile einen Monat früher als noch vor 40 Jahren. Die Brände selbst sind also eigentlich ein ganz natürliches Phänomen. Jedoch ihre Intensität nimmt zu durch die Feuerbekämpfung. Und die Erderwärmung hat der Mensch ganz alleine zu verantworten. Damit sagen wir Tschüss, à la prochaine.